Guten Morgen und einen schönen Wochenstart. Es ist Montag heute. Ich begrüße euch zu einer neuen Woche. Tag 22 unserer Türkei-Tour mit dem Wohnwagen ist schon. Die Zeit rast. Naja, wir sind ganz gemütlich gestartet, haben gefrühstückt. Aber heute Nacht, so ich glaube um 0 Uhr, hat es geregnet. Da sind wir nochmal aufgesprungen, haben unser ganzes Markise alles aufgeräumt, weil wir jetzt nicht abschätzen konnten, wie ein Mittelmeer-Sommerregen ausfällt, wie stark. Hat da jemand Erfahrung? Schreibt uns das mal. Es ist bei ein paar Tröpfelchen geblieben, aber ja, wusste man ja jetzt nicht so genau. Ja, haben wir jedenfalls überhaupt gar nicht mitgerechnet. Und jetzt sind wir auf dem Weg hier zum Tante-Emma-Laden. Die ganzen Kinder, also es sind ja mehrere Kinder im Camp, haben Lust auf kalte Getränke und wir haben, ja, also so Spreitgedöns holen wir jetzt für die Kinder. Kalt. Und ja, hier ist es jetzt nicht so romantisch. Habe ich euch schon mal gezeigt. Hier ist halt diese Straße, Hauptstraße. Aber, boah, der sprüht da Gift, ne? Ja, gib mir den Hund. Ich bleib mit ihm da vorne einfach. Komm. Komm, Etty. Komm, komm. Da ist einer, der sprüht, glauben wir, Dingsgift, wie heißt das? Ach, für die Pflanzen. Komm, Smurfy, lauf hier auf Dings, auf... Also heute sind alle Kinder irgendwie... Ich wollte den Vlog schon viel eher anfangen. Ich weiß nicht, ob ihr das Kind hört. Aber da war ein Kind am Camp, das hatte einen richtigen Tobsuchtsanfall gehabt. Das hat sich überhaupt gar nicht mehr einbekommen. Ist ja nicht schlimm, also es ist ja normal, hat ja jedes Kind mal. Aber ich wollte da nicht den Vlog anfangen. Das hat sich angehört, als ob da einer abgestochen wird. Smurfy, hier ist Schatten, komm. Komm, Smurfy. Nee, nicht nach Knochen suchen, du gehst jetzt schwimmen, komm. Hopp, hopp, lauf, lauf. Komm schnell, ab ins Meer. Komm, Smurfy, komm, lauf, lauf, komm, kühl dich ab, komm, Wacker. Jawei, du musst das für alle Hunde genießen. Komm, Smurfy, komm. Wie eine Klimaanlage für ihn. Er ist dann so, ja, 2-3 Stunden nass und das kühlt ihn wirklich runter. Man merkt das, er hechelt dann nicht so. Es tut ihm wirklich gut und er mag das Wasser auch, nur die Wellen nicht. Murphy, komm, komm, lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 komm rein. Super. Ja. So, hier ist der Zeltplatz wieder frei, ist unser Tisch wieder frei, können wir uns hier mal hinsetzen und gemütlich machen. Papa hat vegane Leberwurst gemacht, nach Pfälzer Art. Rezept ist auf seinem YouTube-Kanal, hat er für euch gefilmt. Mm. Für alle, die zum Beispiel ihren Cholesterin-Level senken können. Wie heißt das? Cholesterinspiegel. Und dann ein Kind. Oh, ein Chips. Chips. Ah, wir schwimmen jetzt mal eine Runde. Mit einer Hand. Ihr habt mir geschrieben, hier sind Haie. Deswegen traue ich mich nicht so weit raus zu schwimmen. Aber ich mache das seit ein paar Tagen jetzt. Dass ich ein bisschen schwimme. Einfach ein paar
Bahnen hin und her. Dafür brauche ich beide Hände. Ich wollte es euch zeigen, aber ich bin eh keine große Schwimmerin. Aber so als Sportersatz, weil bei 36 Grad, was willst du sonst für einen Sport machen, ne? Ach, malen im Wasser. So hat der Mima gemacht. Guck mal. Genau. Oh, ich kann hier noch gar nicht stehen. Wo gehst du hin? Soll ich auch kommen? Das ist das, was wir fast den ganzen Tag machen. Ins Wasser, aus dem Wasser raus, Eisfabrik spielen und... schon, dass das Meer kühler wird. Das ist jetzt bestimmt schon ein oder zwei Grad kühler als da, wo wir angekommen sind. Als wir angekommen sind, war hier in der Türkei so, ja, 36, 38 Grad vor 2,5 Wochen ungefähr. Und nachts war 29 Grad. Und jetzt ist es so zwischen 30 und 33 Grad und nachts kühlt es sich sogar teilweise bis zu 22 Grad runter, was ja nachts angenehm ist auf jeden Fall. Aber ja, als ob so der Hochsommer tatsächlich schon vorbei ist. Der Wahnsinn, so schnell irgendwie. Aber immer noch mega tolle Temperaturen auf jeden Fall. Machen wir mal was zu essen. Brei? Ja. Was hast du gekocht? Mais. Mais? Maisbrei? Ja. Ist da auch Kartoffel drin? Ja. Was noch? Mais. Mais. Ich hab Möhre auch. Möhre auch? Ja. Lecker. Weiter. Hast du ein bisschen Streusel auch für ja. mich? Nee. Dankeschön. Umrühren. Ach, umrühren. Rührst du mir das um? Also ich weiß ja, dass das nicht jedermanns Traum ist, ne? So wie wir leben. Das verstehe ich ja auch. Das soll ja auch gar nicht jeder so leben wie wir. Es ist ja wichtig, dass jeder so lebt, wie er möchte. Aber falls jemand von euch so auch reisen mag, zum Beispiel, ich hatte immer Fernweh, wenn wir im Urlaub waren, als ich Kind war schon. Ich wollte nicht nach Hause, ich wollte im Urlaub bleiben. Immer schon. Ich wollte immer im Urlaub bleiben. Mama. Die Palmen, die Sonne, das Meer, immer schon. Und ich möchte einfach jedem, der vielleicht ortsunabhängig arbeiten möchte, nahelegen, sucht euch einen Job ortsunabhängig. Und das Schlüsselwort, welches ich nicht kannte und erst seit
weiß ich nicht, kurz nachdem wir ausgewandert sind, habe ich das erst kennengelernt, dieses Wort, ist remote. Ihr googelt remote job finden, also remote, wie Fernbedienung, remote control. Remote job finden und dann bekommt ihr entweder Jobanzeigen, falls ihr im Angestelltenverhältnis arbeiten möchtet, wo ihr euch direkt online bewerben könnt, oder Ideen, wie ihr euch online selbstständig machen könnt. Das muss ja dann jeder für sich selber entscheiden. Bernd und ich sind halt sehr gerne selbstständig. Aber ich möchte euch einfach inspirieren, euch eure Träume zu erfüllen. So, dass es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Und diese Jobs, Remote-Jobs, die kann man oft machen, ohne da eine Ausbildung für zu haben. Googelt das einfach mal und schaut euch die Jobbeschreibung an. Vielleicht ist was dabei für euch, ja? Vielleicht ist aber auch nur eine Mama dabei oder ein Papa, die von zu Hause aus arbeiten möchten, um für die Kinder da zu sein. Dann lohnt sich's auch. Einfach, ja, die Freiheit machen zu können, was man will, wann man will, sodass man sich das selber einteilen kann. Natürlich ist es auch Arbeit dann. Und ich sag euch auch ganz ehrlich, der Nachteil, wenn du immer und überall arbeiten kannst, ist, also zumindest bei mir und bei Bernd, wir arbeiten auch immer und überall. Also es gibt ja so Typen, die schieben das dann vor sich hin, das Arbeiten. Ach, mache ich morgen, übermorgen, nächste Woche. Ich genieße jetzt hier. Das machen wir auch, seht ihr ja, wir genießen das auch. Aber erst, wenn alles erledigt ist. Erst dann. Wir sind so Typen, wir arbeiten sehr, sehr viel und immer. Ich wurde auf Instagram gefragt, ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war, aber meine Antwort war so, also irgendwie sowas, ob wir immer arbeiten oder ob wir auch Urlaub machen und so. Und da habe ich halt so drüber nachgedacht, dass ich schon viele, viele Jahre keinen Tag mehr frei hatte. Immer gearbeitet, egal welcher Wochentag. Und so, ich habe immer gearbeitet. Und wenn es nur Ideen aufschreiben war, mein Kopf arbeitet immer. So, kreativ sein, Ideen haben, aufschreiben und dann die Ideen umsetzen, verwirklichen. Seit Jahren. Aber ich mache es halt unheimlich gerne. Ja, Tata-Hauna. Oh. Ja, Tata-Hauna. Ja, Tata-Hauna. Mach bitte drauf, ja. Ach, ist das ein Kackhaufen? Nee, den Kackhaufen möchte ich nicht drauf haben. Bring den mal weg, den Kackhaufen. Ja, noch ein Kackhaufen, Livia. Ja, bringst du den mit der Hand weg? Okay. Eiswürfelwasser. Eiswürfel aus unserem Wohnwagenkühlschrank. Der Wahnsinn. Ja, Eiswürfel aus unserem Wohnwagenkühlschrank, obwohl Außentemperatur über 30 Grad ist. Der wahre Luxus. In Italien, was hat ein so ein Sack Eis gekostet? Wir haben doch gesagt, wenn wir das vorher gemacht hätten, hätten wir das hier gedacht. Ja, aber es war ja immer so ein richtiger 5-Liter-Beutel mit Eiswürfel. Der ist halt eiskalte Getränke gehabt. Ja, aber die waren, weil die Getränke ja warm waren, sind die sofort weggeschmolzen, die Eiswürfel. Darf ich dich wecken? Kommst du mit uns zum Meers, Murphy? Darf ich dich einladen? Kommst du mit uns? Komm, wir gehen alle zusammen. Wann ist denn das Fußballspiel? Wann ist das entschieden? Im Mai ungefähr. Im Mai? Ach du liebe Zeit. Das dauert ja noch ewig. Der Bernd hatte gesetzt, irgendwas gewettet. Gewettet für Fußball. Für sowas schmeißt er sein Geld raus. Nein, sein Geld, sag ich doch. Dein Geld. Genau, ist ja noch lange, lange hin, aber die Zeit rennt. Okay, jetzt ist er wach, sagt er. Der Karabiner-Klick heißt, klick die Augen auf. Lala, lala, lauf, komm! Lauf, lauf, komm! Lauf, lauf, lauf! Lauf, Murphy!
Schnell, 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 schnell. Hopp, hopp, hopp. Ihr seid ganz nass getropft. Sorry. Ich werde immer gefragt, welche Kameras wir nehmen, weil wir halt so im Wasser filmen und überall, wir haben immer die GoPro. Und die ist für Daily Vloggen wirklich super, weil die ist so nicht mal Zigarettenschachtel groß, die ist wasserdicht, die kann in jede Tasche. Ja, Smurfy, bleib hier. Komm hier. Komm zurück ein bisschen. Komm. Geh dann wieder in den Schatten. Etty. Hm? Wir gehen jetzt hoch. Muss eben ein bisschen Salzwasser abduschen. Hm? Bist du fertig, Livia, mit Duschen? Auch die Beine noch. Oder ist egal, gehen wir sowieso wieder ins Meer gleich, wenn wir Smurfy hochgebracht haben. Super. Hast du noch Sand in den Schuhe? Nein. Nein? Ja. Super, dann gehen wir jetzt hoch. Alle zusammen runtergegangen und da waren die anderen da. Und Calvino hat ja seinen Ball dabei. The Others. Und die spielen da jetzt Ball. Also Fußball, alle zusammen. Es ist jetzt nicht wirklich Fußball, einfach ja, ja. Spielen. Ja. Ein schönes Spiel. So, gehen wir jetzt auch wieder runter, Livia? Ohne den Smurfy? Habt ihr ihn abgetumpt, oder? Der war, ja, der ist ein bisschen selber, aber immer nur so, wo er stehen konnte. Und wenn dann die Welle kam, dann ist er schnell wieder weg. Ich habe ihn einmal hoch, zweimal habe ich ihn reingehoben, aber auch immer nur bis da, wo er stehen konnte. Highlight am Campingplatz. Hört ihr es? Piep, piep, diese Luftpumpen. Neue sind gekommen. Immer ein Highlight. Die bauen gerade 3 Zelte auf. Ich glaube, die haben ordentlich Luftmatratzen zu pumpen. Wir haben eine elektrische Pumpe dabei. So ein 6-Euro-Ding von Action, glaube ich. Und Bernd bringt das jetzt gerade. Ich wäre dankbar bei 35 Grad. Ah ja, Stromkabel. Da sagen die nicht nein, ne? Papa hat wieder Essen gemacht. Jo. Und ich esse. Einer kocht, einer isst. Arbeitsteilung. Einer verdient Geld, einer gibt aus. Und passen halt zusammen. Ich habe gesagt, einer kocht, einer isst. Ja. Einer verdient Geld, einer gibt aus. Wir passen zusammen. Dann darf ich gleich wieder shoppen. Wer ist zu kaufen? Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Da wollte ich duschen gehen mit Livia. Und voller Vorfreude. Dann ist sie gestürzt. So ein Mist. Jetzt hat sie beide Knie auf und beide Hände auf. Oh, also es ist jetzt nichts Schlimmes, aber es ist so, wenn man dann ins Meer geht, ins Salzwasser, ihr wisst schon, ne, kennt ihr bestimmt, dann brennt das und jetzt ja natürlich ganz frisch, tut alles weh. Wir haben jetzt, ich glaube 19 Uhr, der Bernd ist jetzt eben im Bim gefahren. Das ist der türkische Aldi für alle, die das nicht kennen. So paar Kleinigkeiten holen, Wasser und so brauchen wir unbedingt. Wir nehmen das ja auch zum Tee kochen und Kaffee kochen, diese Galonen, weil ja, weiß ich auch nicht, wir filtern das eigentlich hier mit diesem Soja Mini, den nachgemachten Wasserfilter. Eigentlich könnten wir es auch damit nehmen, aber ja, wir nehmen immer die Galonen. Und ich räume jetzt in der Zeit hier ein bisschen auf, hänge unsere ganzen Badesachen auf und sowas alles. Und ja, warte, dass sie wiederkommen einfach. Ich halte hier die Stellung sozusagen. So, ihr Lieben, ich wollte den Vlog jetzt nur noch beenden. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und danke für eure vielen Unterstützungskommentare. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Vielen, vielen Dank. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich sag's euch immer wieder, weil es mir wirklich wichtig ist, dass es jeder weiß, dass ich das sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß, dass ihr da seid. Ich weiß noch ganz am Anfang, als niemand meine Videos geschaut hat, es ist so, so viel schöner, wenn ihr da seid und mir so Feedback gibt. So, ihr so, ne, guckt das gerne oder so. Ja, wer hört sowas natürlich nicht gerne. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bis morgen in alter Frische. Tschüss!